Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Und im heutigen Video schauen wir uns eine der einfachsten, aber auch zugleich komplexesten Brühmethoden an, und zwar die Aeropress. In der Kaffeewelt ist die Aeropress eine der beliebtesten Brühmethoden und das nicht zu Unrecht. Sie ist super vielseitig, sehr robust und sehr einfach anzuwenden. Mit der Aeropress kann man verschiedene Arten und Weisen von Kaffee zubereiten. Im heutigen Video stelle ich euch zwei verschiedene Methoden vor. Einmal ein Konzentrat, was wir mit heißem Wasser aufgießen, und ein ganz einfaches und klassisches Rezept für den Alltag, was ihr ganz einfach nachmachen könnt. Wir empfehlen die Inverted Method für diese Brühmethode. Beim Konzentrat brühen wir einen starken Kaffee auf und verlängern ihn anschließend mit heißem Wasser. In diesem Rezept haben wir uns von unserem Freund Patrick Rolf von April Coffee in Kopenhagen inspirieren lassen. Für das Konzentrat benötigt ihr 30 Gramm Kaffee und Wasser auf 82 Grad Celsius. Gebt der Aeropress einen kleinen Shake, damit der Kaffee gleichmäßig in der Aeropress verteilt ist, und gießt nun 100 Milliliter Wasser in die Aeropress. Anschließend setzen wir den Filter auf und lassen das Ganze für eine Minute ziehen. Bei einer Minute fangen wir an, ganz leicht die Aeropress nach unten zu drücken, um das Konzentrat zu extrahieren. Das Ganze sollte in etwa 20 bis 30 Sekunden passieren, sodass ihr bei einer Minute 20 bzw. einer Minute 30 fertig seid. Anschließend verlängern wir das Konzentrat mit 100 Milliliter heißem Wasser. Mit dieser Methode hast du einen sehr intensiven, aber dennoch klaren Kaffee. Auch leicht nussige Noten, die mich an Haselnuss erinnern, kommen bei dieser Brühmethode besonders gut hervor. Der Nachteil bei dieser Brühmethode ist, dass ihr natürlich 30 Gramm Kaffee für eine Tasse benötigt, was relativ viel ist. Dennoch ist es ein Rezept, was wir gerne empfehlen können, da es einfach mal was anderes ist und ihr einen wirklich sehr, sehr außergewöhnlichen Kaffee erhaltet. Auf jeden Fall ist dieses Rezept einen Versuch wert. In der zweiten Methode stellen wir euch ein klassisches Aeropress-Rezept vor. Dafür brauchen wir 15 Gramm Kaffee auf 250 Milliliter Wasser. Das Wasser lag bei uns bei 90 Grad Celsius. Wir mahlen den Kaffee hierfür mittelfein, etwas feiner als für einen V60 ist ein guter Richtwert. Gebt nun den Kaffee in die Aeropress, und auch hier verwenden wir die Inverted Method. Startet nun den Timer und gebt die 250 Milliliter direkt in die Aeropress. Nehmt einen Löffel und vermischt den Kaffee mit dem Wasser einmal in Vor- und Rückwärtsbewegungen und von links nach rechts. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht im Kreis euren Kaffee vermischt. Wir wollen hierbei nicht zu viele Turbulenzen verursachen. Setzt nun den Filter auf, nehmt eure Tasse oder euren Server, flippt die Aeropress einmal und gebt ihr einen kleinen Swirl. Bei 2 Minuten 30 drücken wir dann wirklich sehr vorsichtig die Aeropress nach unten, bis das Zischen kommt. Beide Rezepte sind natürlich nur Empfehlungen, und auch hier gibt es so viele Möglichkeiten, noch mit der Aeropress zu experimentieren. Also lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Aeropress verwendet. Ihr könnt natürlich auch mit der Wassertemperatur und mit dem Mahlgrad spielen, was das Ergebnis erheblich beeinflusst. Natürlich spielt auch die Wahl des Kaffees eine große Rolle. Wir haben sowohl mit dem Cerrado als auch mit dem Limo sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Limo ist etwas mehr auf der leichteren Seite, der Cerrado mehr mittelkräftig geröstet, und dennoch funktionierten beide Rezepte ziemlich gut. Wir sind gespannt, wie euch die zwei Rezepte gefallen, und falls ihr noch keine Aeropress habt, dann findet ihr den Link dazu in der Infobox. Wir hoffen, das heutige Video hat euch gefallen, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.